Marius und Konstantin. Wir stehen hier gerade vom Haus der Kultur und der Welt. Und wir schauen uns heute Amelie Rent vor. Also ich stelle mir darunter entweder so ein Mädchen vor, das flüchtet, oder so ein Mädchen, was von zu Hause wegrennt. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, das könnte ein ganz interessanter Film werden. Und genau, ich wünsche euch viel Spaß und tschüss. Amelie rennt. Amelie flucht gerne, ist eigensinnig und hat keinen Bock mehr auf ihre Asthmaerkrankung. Als sie nach einem Anfall nach Südtirol kommt, haut sie aus der Spezialklinik ab. Während ihrer Flucht lernt sie Bart kennen, welcher sie zum Wunderfeuer begleitet. Der Gipfelaufstieg bringt Mutproben, Gefahr, aber auch erste Liebe mit sich. Ich würde gern wieder nach Hause. Okay. Hallo, ich bin hier mit Jerry, dem Schauspieler. Wie hast du eigentlich reagiert, als dir gesagt wurde, dass du in einem Film mitspielst? Das ist ja nicht der erste Film, den ich spiele, aber Tobi kenne ich schon, weil seine Frau, die man schon kennt, seine Frau sollte mal in einem Film mitspielen, in dem ich mitgespielt habe. Und dann hat er mich angesprochen und gefragt, ob ich einen Film mitmachen möchte, ohne Casting, und es war irgendwie ganz schön. Und ich mag das Buch, es ist ein unfassbar schönes Buch. Hast du den Film gerade gesehen? Ja, der war wunderschön. Ja, irgendwie ganz viele heulende Menschen. Das ist irgendwie ein ganz herzergreifender Film. Was gefällt dir an deiner Rolle? Matthias ist ja der Pfleger. Ich hatte immer das Gefühl, Matthias ist der Einzige, der zu Amelie irgendwie so einen Draht aufbaut. Das ist so der so sie versteht, weil sie ist ja so ein bockiges, stures Mädchen, und das ist irgendwie so der so einen Draht zu ihr aufbaut. Das mochte ich. Und würdest du sagen, dass das Textlernen schwer oder kinderleicht war? Also es gibt ja, ich mache auch Theater, und im Theater hat man ja manchmal so Monologe, die gehen über 3 Seiten, und dann ist man schon irgendwie so, boah, ist jetzt anstrengend, das zu lernen. Aber für den Film ging es, das sind ja so kleine Clip-Lab-Texte, das muss man dann irgendwie ein paar Abende machen, und dann geht das. Wenn du weißt, was du sagst, fällt es dir oft einfacher, das zu sprechen. Ich habe hier die Dagmar, und ich würde gerne wissen von dir, die Amelie rennt ja weg, und wie würdest du dich das auch trauen? Nein, das habe ich bewundert, dass sie so mit ihrer Krankheit kämpft und dann so stark ist und mit dem Jungen den Berg hochgeht. Und sich helfen zu lassen im Leben, wenn es einem nicht gut geht, das ist wirklich schwer. Kannst du da Amelie verstehen? Ich habe zwar keine Krankheit, aber jeder Mensch hat ja in seinem Leben so Situationen, wo er weglaufen möchte. Und ich kann das gut verstehen, was sie gemacht hat. Ich stehe hier neben Claudia. Claudia, wie fandest du den Film? Ich fand ihn klasse. Ich habe lange nicht mehr so einen guten Kinderfilm gesehen. Hat mir gut gefallen. Würdest du dich auch mal trauen, wie Amelie wegzurennen von zu Hause? Für Amelie ist es ja viel schwerer, die Entscheidung, weil die noch so jung ist. Sie ist ja anders auf Hilfe angewiesen als ich. Ich gehe halt einfach. Ne? Ich habe Geld, ich habe einen Führerschein, ich kann jederzeit machen. Das ist für Amelie sicher viel schwerer, oder? Ja, könntest du dir vorstellen, wenn du ein Kind wärst, das zu machen? Also ich glaube, es ist so schwierig. Ich weiß nicht, ob ich mich das getraut hätte. Unsicher, also es ist schon sehr mutig. Mhm. Kannst du Amelie verstehen, dass sie weggerannt ist? Absolut, total. Das fand ich halt auch so gut an dem Film, dass das so nachvollziehbar war. Das konnte man sich total reinversetzen, ja. Kannst du dir vorstellen, selber Asthma zu haben? Nee, möchte ich ehrlich gesagt auch nicht. Es ist gruselig. Und das fand ich auch super an dem Film, dass das so rüberkam, wie scheiße das ist. Eigentlich denkt man ja, die haben da ihr Asthma-Spray, alles ist schön, aber es ist nicht schön, es ist scheiße. Wir haben uns ja gerade Amelie Rent angeschaut. Konstantin, wie fandest du denn Amelie Rent? Ich fand den Film sehr schön. Vor allen Dingen, weil man so irgendwie mitleben konnte, wie Amelie denn, wie es ihr so geht mit dem Asthma und wie scheiße sie das eigentlich findet. Da kann ich ihm nur zustimmen. Also da konnte man sich richtig reinfühlen. Man konnte wirklich denken, oh nee, wenn ich Asthma hätte, ich würde auch rumschreien.
Und naja, wie viele Bären würdest du dem Film geben? Ich würde ihm 4 geben, weil es einfach nicht so die Art von Story ist, die ich so gut finde. Ich finde eher so Fantasy-Geschichten oder irgendwie sonst was schön, aber nicht so irgendwie mit Asthma und so. Der Film war eigentlich sehr schön, aber es war eben nicht so die Art von Story, die mir gefällt. Deshalb nur 4 Bären. Also von mir gibt's wirklich volle 5. Dieser Film hatte den Kick, den er brauchte. Einfach diese Emotion, dass man sich da so reinmischen kann. Ne? Das war so das Gute an dem Film. Deswegen gebe ich 5. Und jetzt geht's ans Gummibärchen essen.